Die Liebe. Die Liebe kennt nichts. Sie kennt weder Tür noch Riegel und durchdringt alles. Sie ist von Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel und wird sie schlagen ewiglich. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Sophia und ich möchte heute mit dir ein bisschen eintauchen in die Kraft, in die Magie der Liebe und auch in eine Liebesmeditation. Denn ich glaube, dass es wichtiger denn je ist, dich genau mit dieser Kraft zu verbinden und jede Gelegenheit wahrzunehmen, zu lieben und auch um geliebt zu werden. Und zwar auch bereit zu sein, Liebe zu empfangen. Weil das ist oft das Thema. Manchmal haben wir die Tür überhaupt nicht geöffnet, obwohl sie schon so oft angeklopft hat. Die Liebe, ja, ist eine engelhafte Energie, wenn wir zum Beispiel den Worten Schillers lauschen. Sie ist von Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel. Wenn wir die Liebe anrufen, uns in Herzensdingen, ja, zu unterstützen, zu helfen, dann wird sie uns hilfreich zur Seite stehen. Ganz gleich, ob es sich dabei um die Verbindung zu dir selber handelt, ob es um die Familie geht oder um Liebesbeziehungen. Nichts ist so kraftvoll, nichts ist so heilsam wie die Liebe. Die Liebe kann dir den Weg bereiten und dir helfen, begrenzende Ängste hinter dir zu lassen. Sie kann dir helfen, herauszufinden, wem du trauen kannst, und sie kann dir helfen, verstehen zu lernen, wie du mit Menschen oder auch Situationen in eine ausgeglichene Beziehung kommst. Du bist Liebe. Du bist liebenswert und liebevoll. Und wenn du das zulässt, wenn du bereit dafür bist, wenn du dich dafür öffnest, dann umgibt die Liebesenergie deine komplette Welt. Und die geistige Welt umringt uns gerade mit ihren Segnungen und ich habe das Gefühl, dass wir nur gebeten werden, noch und nöcher unsere Herzen zu öffnen und uns bewusst zu machen, dass wir liebevolle Wesen sind. Uns bewusst zu machen, dass wir das verdient haben, denn sie geben unendlich viel. Doch manchmal beobachte ich das Leben und die Situationen und stelle fest, dass kaum jemand bereit ist, anzunehmen oder zu empfangen. Und deshalb möchte ich heute mit dir eine kleine Meditation machen. Ich möchte dich einladen, dass du es dir bequem machst, vielleicht einmal alles abstellst, was dich jetzt stören könnte. Und öffne dich einfach dafür zu empfangen und versuch nicht immer alles allein zu machen. Setz oder leg dich bequem hin. Atme ein und wieder aus und komm mit mir zum magischen Spiegel. Du atmest ein und wieder aus. Und bist bereit, dich fallen zu lassen in die magischen Klänge und Töne, die dich nun umgeben.
Tauche ganz hinein. Lausche deinem Atem und lege deine Hände auf deine Brust und spüre deinen Herzschlag. Lass die Töne, die du nun wahrnimmst, Töne der Heilung sein und erlaube den Klängen, dich zu unterstützen. Sei bereit für neue Möglichkeiten, nur jetzt, nur in diesem Moment. Danke zunächst einmal dir selbst, denn du bist es. Du schenkst dir diesen kostbaren Augenblick. Atme ein und aus. Und dann spüre das feuchte Gras unter deinen nackten Füßen. Spür die warme Sonne auf deinem Rücken und sieh die Natur und das goldene Licht, welches dich umspielt, alles um dich herum eintaucht, die Bäume, die Pflanzen und auch die Tierwesen. Tanzende Schmetterlinge und goldgelbe Bienen. Sie fliegen von einer Blume zur nächsten und sammeln kostbaren Nektar. Betrachte voller Freude die Pollen, die an ihren kleinen Körpern kleben. Beobachte, wie sie sich bemühen, so viel als möglich zu sammeln und mit nach Hause zu bringen. Und dann wandere weiter. Wandere weiter, bis du an einen magischen Zaubersee gelangst. Du spürst die Klarheit des Wassers und siehst, wie sich die Bäume und der Himmel auf der Oberfläche spiegeln. Wasserlilien unterstreichen die Magie des Sees. Du beugst dich sanft vor und öffnest deine Hände zu einer Schale. Du verspürst den tiefen Drang, von dem klaren und reinen Wasser zu schöpfen und aus dem magischen See zu trinken. Und du spürst, wie das Wasser in dir sanft nachklingt, wie alles Feste in dir ganz weich und fließend wird. Und du genießt einfach nur diesen kostbaren Moment. Und je tiefer das klare Wasser, das reine Wasser in dir nach unten fließt, umso mehr fließt die Liebe von unten nach oben in dein Bewusstsein. Und irgendetwas in dir lässt dich spüren, dass du es verdient hast, glücklich zu sein. Du spürst es mit all deinen Zellen. Du verdienst Liebe. Du verdienst, gesund zu sein.
geliebt zu werden und zu erblühen, so wie die Wasserlilien des magischen Zaubersees. Und das kleine Kind in dir darf wachsen, in Liebe wachsen, in ein magisches Leben voller Wunder. Schau in den See, in die spiegelglatte Oberfläche. Entdecke dich selbst. Schau in deine Augen. Und sage: Ich bin bereit zu lernen, mich zu mögen. Ich bin bereit zu lernen, mich zu lieben und anzuerkennen. Ich bin bereit, offen und empfänglich zu sein für die Liebe und das Gute in meinem Leben. Und dann betrachte dich als von Liebe umgeben, als glücklich, als gesund und vollkommen. Sieh dich ganz genau so, wie du möchtest, dass dein Leben dir begegnet, in allen Details. Und stell dir vor, was in deinem Leben geschieht, an Magie und Schönheit, besonderen Momenten. Und wisse, dass du genau das verdienst. Visualisiere es. Kreiere alle Bilder in deinem Inneren, die dich dabei unterstützen. Alle Bilder, welche dir von Zauber und der Freude des Lebens zuströmen. Bilder, in denen du liebst und geliebt wirst. Konzentriere dich ganz fest auf die Liebe in deinem Herzen und lass sie dort wachsen. Lass dein Herz sich öffnen wie eine Rose. Und lass dich von ihrer Liebe erfüllen, von ihrem Duft betören. Und dann lass die Liebe von deinem Herzen in alle Zellen deiner Selbst hineinfließen. Zu allen Seiten aus dir heraus fließen. Lass die Liebe überströmen aus deinem Körper, aus deinem von Liebe überfüllten Körper. Und nun lade die Menschen deines Lebens ein, hier an diesem heiligen Ort, an diesem Zaubersee, an dem magischen See, Platz zu nehmen, rechts und links von dir, hinter dir, vor dir. Lade jene ein, die einmal waren in deinem Leben und jene, die sind und die, die sein werden.
Sende ihnen angenehme, wärmende Gedanken der Liebe, unabhängig davon, ob sie dir einmal Schmerz oder etwas Wohlwollendes entgegengebracht haben oder in dir ausgelöst haben. Nimm dir einfach diesen Moment, um sie mit deiner Liebe zu umhüllen. Mach es mit den Menschen zu deiner Rechten, zu deiner Linken, zu jenen, die vor dir stehen und zu jenen, die hinter dir sind. Lass die Liebe im Fluss des Lebens strömen. Lass deine Liebe in den gesamten Raum um dich herum fließen. In den Himmel, die Erde, die Wiese, den See, die Menschen und die Tiere. Nimm dir Zeit, deine Menschen oder die Tiere in deinem Leben oder auch Momente deines Lebens hier und jetzt einzuladen. Lass die Liebe von dir überfließen und spüre. Spüre, dass sie nun tausendfach, hundertfach, zehnfach zu dir zurückfließt. Dass alles, was du an Liebe aussendest, nun zu dir zurückkommt. Sei bereit zu empfangen. Heilsamste Liebe. Empfange sie. Jetzt. Und dann wisse, dass du diese Liebe überall hin mit dir nehmen kannst. Mach es leise und still. Nur für dich. Mach dir ganz bewusst, dass du diese Liebe mit in und bei dir trägst. Und dann beobachte in deinem Leben, wenn du sie aus dir herausfließen lässt. Beobachte dann in deinem Leben, was zurückfließt, bewusst oder auch unbewusst. Lass nun deine Liebe auch zu allen anderen Menschen in deiner Stadt oder deinem Dorf fließen. Lass die Liebe in dein Land fließen. Und dann lass sie in den gesamten Planeten, über den gesamten Planeten, zu Mutter Erde und Vater Himmel fließen. Sei großzügig,
Hülle alle ein und lass deine Liebe frei. Lass sie durch deinen Körper fließen und in deinen Kreislauf. Du und alles um dich herum. Liebe im Kreislauf des ewigen Lebens. Alles darf von deiner Liebe kosten. Du liebst dich selbst und die Liebe liebt die anderen. Liebe unseren Planeten und wisse, wir sind alle miteinander verwandt. Wir sind eins. Mein Herz ist dein Herz und dein Herz ist mein Herz. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Und nun atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Komm wieder zurück in deinen Körper, in den Raum, in dem du dich gerade befindest, und spüre nach.